Karl-Marx-Stadt im März 1976. Zwei Jahre nach dem legendären Ost-West-Duell bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird auch das innerdeutsche Handball-Duell um die Olympiaticket zum Klassenkampf. Du musst gegen wenn Klassenfeind und. Für die Jungs aus dem Osten war es ja ein Existenzspiel. Es war schon so, dass man das politisch sehr brisant war. Wo eben schon irgendwo dieser Klassenkampf, dieser Kampf der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme schon ausgespielt wurde. Ein 7 Meter, die letzte Aktion im Spiel, entscheidet, wer zu Olympia fahren darf und wer nicht. Der unglaubliche Höhepunkt einer langen Geschichte. Was ist vor 35 Jahren passiert beim deutsch-deutschen Handballgipfel in der Olympia-Qualifikation? Wir haben die Kontrahenten von einst besucht, ihnen die Bilder von damals gezeigt und sie nach ihren Erinnerungen und Eindrücken befragt. München im Dezember 1975. Beim Hinspiel trifft eine junge Mannschaft aus dem Westen als krasser Außenseiter auf den amtierenden Vize-Weltmeister aus der DDR. Das bundesdeutsche Team war nach dem WM-Debakel mit Platz 9 im Jahr zuvor neu zusammengestellt worden. In der ausverkauften Olympiahalle peitschen 10.500 fanatische Anhänger ihre Mannschaft nach vorn. Schon als du reingekommen bist, also da war nicht mit Freund und Feind und da ging es nur gegen uns. Das Publikum in München war nicht unfair. Auf einmal sagten sie zu mir Russenschwein, die Zuschauer. Ungewöhnlich an diesem Spiel der Belag, eine Art Filzteppich. Das Team aus der DDR fühlt sich benachteiligt. Keiner von uns konnte damit umgehen. Wir haben nicht das Material gehabt, also sprich die Turnschuhe. Und wir haben auch keine Möglichkeit gehabt, da zu trainieren. Es war so, dass sie, ich sag mal, in München mit diesem Teppich sich sicherlich einen Vorteil verschafft hat. Das steht fest wie das Amt der Kirche. Ja gut, das war dann vielleicht auch ein Teil des Klassenkampfes, der damals, dass jeder dem anderen zutraute, irgendwelche linken Tricks zu machen. Die Anweisung zum Verlegen des Filzteppichs war von ihm gekommen, Bundestrainer Flado Stenzel. Im Nachhinein erklärt, ging es eigentlich nur darum, mal zu testen, ob der Gegner reagiert. Er hat den Filzboden reinlegen lassen. Übrigens, wir haben auch nicht drauf trainieren können, weil der so kurzfristig reinkam. Schlitzohr Stenzel sieht sich bestätigt. Seine Mannschaft besiegt den nervösen Favoriten am Ende überraschend deutlich mit 17 zu 14. Danach wird der Coach auf den Schultern der Fans aus der Halle getragen. Dabei steht das Rückspiel noch aus. Stenzel hat alles richtig gemacht. Stenzel hat wirklich alles richtig gemacht. Er hat die Mannschaft da hingebracht, dass sie mit uns mithalten konnten. Fast 3 Monate sind es bis zum erneuten Aufeinandertreffen. Der Westtrainer nutzt die Zeit auch zu einer ungewöhnlichen Maßnahme bei einem gut besuchten Testspiel. Er lässt die eigene Mannschaft gnadenlos auspfeifen. Vor Spielbeginn hat er darum gebeten, dass das Publikum sich richtig unfair benimmt und auspfeift und richtig loslegt. Das wollte er einfach haben als psychologische Vorbereitung auf das Spiel damals. Das Rückspiel im März 76 in Karl-Marx-Stadt in der umfunktionierten Eissporthalle. Eine Entscheidung der Ostfunktionäre. Hier hatten die Bundesdeutschen bei der Handball-WM 74 in der Vorrunde versagt. Die DDR führt nach 19 Minuten 3:1, muss aber mit 4 Toren Vorsprung gewinnen, will sie zur Olympia. Diesmal spüren die Westspieler den eisigen Wind. Also ich würde mal sagen, es war in Karl-Marx-Stadt laut. Aber es war auch für die Bundesrepublik nie persönlich. Das Pfeifkonzert ging los, da sind die Becher geflogen. Und dann kam, das Publikum war ja ziemlich nah dran. Wenn du da dran gekommen bist, da kamen Sprüche dann zu hören. Ne? Vor der Halbzeit zieht die DDR auf 7:2 davon, liegt damit auch in der Summe beider Spiele vorn. Haben die jungen Westdeutschen plötzlich Respekt vor den großen Namen beim Gegner? Rainer Ganschow und Lakenmacher, Wolfgang Lakenmacher dabei. Das waren für mich ganz große Namen des Handballsports. Und wir spielten dagegen. Eigentlich konnte man gar nicht gewinnen. Kurz vor Ende der Begegnung ein völlig anderes Bild. Die DDR führt nur noch mit einem Treffer. 9:8. Damit wäre das westdeutsche Team für Olympia qualifiziert.
Unsere Leute sind ja bald von der Bank gerutscht, mich auch die Funktionäre, die dahinter saßen. Habe ich von draußen signalisiert gekriegt, sind noch 22 Sekunden, ich weiß, wie es heute. Und 7 Meter. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt wissen, dass noch 2 weitere folgen werden. Hans Engel verwandelt sicher, doch der DDR läuft die Zeit davon. Beim 10-8 war für mich, ich sag, jetzt gleich Schluss und es muss jetzt fertig sein. Hast du überhaupt nicht mehr so intensiv darauf reagiert, weil du gedacht hast, das ist ja schon rum. Die DDR reagiert, muss reagieren, spielt Manndeckung, um wieder in Ballbesitz zu kommen. 2 Tore fehlen dem Ostteam noch. Und wieder gibt es 7 Meter. Und wieder geht Hans Engel zum Punkt. Der zweite war dann schon ein bisschen unterkant der Latte. Da hat die Latte schon ein bisschen gekratzt. Das ist dieser Mittige. Nun 11-8 und das Spiel nimmt kein Ende. Uhrenvergleich der schwedischen Schiedsrichter. Schon 4 Minuten Nachspielzeit und dann dies. Die Riesenchance für die DDR, das fehlende Tor zu schießen, wieder 7 Meter. Die ganze Bude hat gefeiert, einschließlich der Mannschaft. Vor mir lagen, ich weiß noch, meine Mitspieler, die lagen alle da todtraurig. Kurt Büchel hat ja noch ein Bild gesehen, da lacht er gleich als erstes neben mir. Der sagte heute, da war das Ding eigentlich weg. Das Duell längst zum Krimi geworden. Nach 2 Spielen wird ein Strafwurf entscheiden, wer zu Olympia fährt und wer nicht. Böse Zungen behaupten, der Ball würde heute noch, der war so scharf, der würde heute noch in der Eishalle an der Decke hängen. Das war halt ein Glücksfall, dass ich genau in dem Moment halt den Fuß gehoben habe. Für das bundesdeutsche Team wird das Olympiaturnier zur Grundlage des WM-Titels 1978. Die DDR holt sich 4 Jahre nach dieser denkwürdigen Pleite den Olympiasieg.